Oh Junge, 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 was ist hier nur los? Schwere Verletzungen, können wir wohl mit Y heilen. Knacks. So, wir können jetzt dann noch einen Text zu lesen. Schwere Verletzung 1 von 2. Wenn Sie eine schwere Verletzung erleiden, sind bestimmte Aktionen wie zum Beispiel das Klettern über Hindernisse oder das Aufsteigen auf Ihr Pferd nicht möglich. Ja, wenn es aber so einfach ist, uns dann zu heilen, dann soll es mir doch egal sein, ne? Ja, toll. Er hat die Kanone, die Pistole, die Knarre. Was haben wir? Wir können jetzt sogar wieder nach oben laufen. Ich glaube, das wäre aber gar nicht mal so. Nein, 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 das ist gar nicht gut. Ich versuche gerade nur so ein bisschen das mit dieser Entdeckung Sache zu üben, aber gar nicht so einfach. Gibt es hier noch irgendwas? Also das Spiel hat echt viele, viele Sequenzen. Es gibt gar nicht viel zu erzählen. Weil das Spiel selber halt so viel inszeniert und erzählt. Und ich möchte den Leuten dann auch wirklich nicht reinquatschen oder den ganzen Special Effects irgendwie da die Stimmung nehmen, wenn ich da rumsabbel. Hat er einen getroffen? Mit voller Montur. Den hat er einfach umgelegt mit einem Schuss, ja? Okay. Ich glaube ihm das einfach mal. Dankeschön. Okay, LT und RT, das Spiel kennt man ja, ne? RB zum Kamerawechsel. Ah, da können wir dann... Oh, okay. Und wir können aus der Deckung herausschießen. Deckung 1 von 2. Nähern Sie sich einem Hindernis. Das hatten wir schon vorhin. Ich kann auch so die Kameraansicht wechseln. Okay. Wo ist der Typ jetzt? Wir sind natürlich nicht so wirklich gut gerüstet. Ah, ich weiß ja nicht, ne? Eingesteckte Treffer. Wie, was? Haben wir keine Muni mehr? Reload. Wie ist denn das Nachladen? Das findet mit der Taste B statt. Okay, machen wir. Macht er leider nicht automatisch. Also richtig präzise kann man mit der Ansicht nicht schießen. Da müssen wir dann nochmal RB extra drücken. Aber immerhin haben wir die Option dafür. Oh, was gibt's hier? Eine PMSZ336CS. Toller Name. Damit legen wir aber unsere andere weg, ne? Ne, dann behalten wir mal die kleine Knarre. Außer wir finden hier noch was Besseres. Ne, der hat genau dieselbe. Weil dafür hatten wir auch einfach mehr Munition.
Was tut er? Okay, jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Aufschuss, nur los. Aufschuss. Mal nachladen. Okay. Das ist interessant, wenn wir entdeckt werden, haben wir so eine kleine Slow-Mo-Zeit. Mal hinlegen. Da ist noch einer. Weiß nicht, ob hier noch ein zweiter ist. Aber den kriegen wir vielleicht, wenn ich ihn sehen würde. Ja, ne. Doch, da ist er doch. So. Haben wir noch mehr. Weiß nicht. Wir lassen uns mal überraschen hier. Ich bin mir auch noch gar nicht so richtig im Sinne, wo wir überhaupt hin müssen. Wahrscheinlich nach unten. Da ist noch ein Typ. Okay. Der kommt. Sehen wir den noch? Ja. Aber keine Ahnung, ob er der Einzige ist. Na komm doch. Na los. So. Erledigt. Nachladen. Können wir jetzt einfach runterstolzieren? Ich schau mal einfach gerade nach. Sieht jetzt. Doch, da kommt noch einer. Okay, 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 okay. Na, wo ist er denn? Da ist er. Kopfschüsse 6. Oh Mann. Als wenn er immer wieder neue spawnt. Was haben wir hier? Wir haben wieder nur diese andere Knarre. Ich kann wohl auch nicht zwei mit mir tragen gerade. Weil die haben alle nur dieselbe. Ich glaube, die ist nicht ganz so präzise. Easter Eggs. Gibt es hier schon irgendwas zum Sammeln? Sammelobjekte. Gibt es sowas überhaupt bei Metal Gear? Ich gehe mal stark davon aus. Gerüchten nachzufolge sind die Spiele vollgeklatscht mit Easter Eggs, die gar nicht so leicht zu finden sind. Aber ich hoffe, denke, weiß es nicht, ob hier am Anfang was kommt. Also dem Ishmael geht's gut, davon mal ab.
Wer ist der Typ und warum killt er uns nicht? Haben wir überhaupt noch so ein Wasserding irgendwo vielleicht? Ey, keine Ahnung, du, ohne Witz. Weiß auch nicht so recht, was er von uns will. Weil er tötet uns nicht. Zurück könnten wir gehen. Oh ja, gibt's hier überhaupt eine Karte oder irgendwas? Nichts dergleichen. Weil der Ausweg, der existiert nicht mehr. Der rennt uns einfach nur hinterher. Wasser, Wasser. Wie kommen wir denn an Wasser? Oder an Feuerlöscher? Feuerlöscher vielleicht? Weiß es nicht. Mensch, das Spiel ist echt ziemlich bitter. Bitter, bitter schwer. Ne, hier kommen wir nicht mal. Schnelles Ducken. Oh, okay. Quick Dive Event!